Das nenne ich mal einen echten Wonneproppen, das Samsung Galaxy Note 2. Ein Riesen-Oschi, gerade wenn man es dann mal in Relation zu einer Hand ersieht. Auf den Fotos wirkt das ja dann meistens nicht so. Und wenn man dann mal daneben auch noch das Samsung Galaxy S3 hält, wie man sieht, optisch nahezu identisch. Und das war ja schon von vielen als zu groß empfunden worden, so als fast schon Tablet-Größe mit 4,8 Zoll in der Diagonalen vom Display her. Und hier haben wir jetzt 5,5 Zoll in der Diagonale. Und wenn man die dann mal übereinander legt, dann sieht man auch tatsächlich, wie viel dann doch noch an Breite und an Höhe auch und natürlich auch an Dicke dann der Unterschied ist. Aber das soll natürlich jetzt auch nicht wirklich ein reines Smartphone sein. Hier sehen wir übrigens schon den ersten kurzen Trick, dass man da oben das einblenden kann. Natürlich, ja, jetzt funktioniert es erstmal wieder nicht, aber in der Theorie sollte es eigentlich, so, jetzt hier haben wir, und da sehe ich dann beispielsweise verpasste Anrufe und Ladestatus und so weiter. Von diesen Tricks hat Samsung viel eingebaut, ein paar versuche ich hier anzusprechen in der Kürze der Zeit. Mir geht es aber vor allen Dingen jetzt erst noch mal kurz um den Vergleich zum ersten Note. Und ich schalte jetzt hier noch mal die beiden Displays ein, damit man das auch wirklich miteinander vergleichen kann. Hier hatten wir ja noch eine Bildschirmdiagonale von 5,3 Zoll, hier wie gesagt 5,5 Zoll, also schon insgesamt etwas größer geworden. Allerdings, ich habe jetzt das, um das zu demonstrieren, mal kurz so als Schablone mir sozusagen hier die Displaygröße des ersten Note ausgeschnitten, um das dann hier auf das Note 2 drauflegen zu können. Und da sieht man, also das Display ist, also das sieht man jetzt vielleicht nicht, aber das glauben Sie mir bitte, 1 Millimeter schmaler geworden, aber eben halt in der Höhe ist es zu, hat es zugelegt um 9 Millimeter. Das heißt, ich habe insgesamt dann doch schon einen Flächenzuwachs von 5% und damit jetzt auch wirklich ein exaktes 16:9 Format, wobei das natürlich jetzt wirklich in dieser Größenordnung nebensächlich ist. Mir soll es vielmehr auch um die Auflösung gehen, denn da hat sich ein bisschen, also einiges sogar getan. Von früher 800x1280 ist es reduziert worden auf 720x1280 Pixel. Das heißt, ich habe eigentlich faktisch weniger Pixel, 15% sogar, um genau zu sein. Das heißt, eine 15% geringere Pixeldichte, also um es nochmal in Zahlen zu nennen, früher 127 Pixel pro Quadratmillimeter und jetzt 108 Pixel pro Quadratmillimeter. Auf der anderen Seite, ohne dass Samsung das jetzt an die große Glocke gehängt hätte, handelt es sich um eine gänzlich andere Display-Technologie. Und zwar, jetzt kann man das wahrscheinlich nicht so gut erkennen, deswegen versuche ich es jetzt hier mal ein bisschen schräg zu halten, haben wir hier jetzt bei dem ersten Note diese ganz typische Pentile-Matrix der AMOLED-Displays. Das heißt, man sieht, ich habe da diese grünen Striche und dann abwechselnd einen roten und einen blauen dicken Punkt. Und das sind die einzelnen Subpixel, von denen jeweils zwei, eben halt abwechselnd einmal rot und grün und einmal blau und grün, ein Pixel bilden. So, also zwei Subpixel pro Pixel. Hier drüben, das handelt sich ebenfalls um ein AMOLED-Display, allerdings, wie man jetzt hier sieht, um einen gänzlich anderen Bildschirmaufbau, der mir so auch noch nirgends untergekommen ist. Und zwar sieht man da jetzt, ich habe einen jeweils blauen langen Strich und dazu dann einen roten und einen grünen. Das heißt, ich habe hier wirklich wie bei klassischen LCDs drei Subpixel pro Pixel, also ein Blau, Rot und Grün, wenngleich in etwas anderem Aufbau, aber trotzdem regelmäßig. Das heißt, früher hätte Samsung wahrscheinlich dazu gesagt, das ist ein Super AMOLED Plus Display. Jetzt nennt sich es HD Super AMOLED, doch wie auch immer die Bezeichnung ist, wir haben faktisch sehr viel mehr Subpixel, nämlich statt 253 jetzt auf einmal 325 Subpixel pro Quadratmillimeter. Das heißt, ich habe 29% mehr Subpixel und das sieht man auch und das möchte ich jetzt mal kurz demonstrieren. Dazu habe ich jetzt hier mal Bilder hochgeladen zur Probe. So, also damit soll es mal losgehen. Ich kippe beide nochmal, damit wir eine schön große Darstellung haben, ins Querformat und gehe auch noch mal ein bisschen näher ran, keine Sorge. So, dass man das dann auch hoffentlich
sehen kann. So, ganz nah ran, denn es soll mir jetzt in diesem Fall gehen um diese haarfeinen Härchen beispielsweise hier hinten, die man da sieht, diese kleinen weißen, wobei ich die Gelegenheit ergreifen möchte zu sagen, diese Videos sind in Full HD gedreht. Das heißt, das erkennt man natürlich auch am besten mit voller Auflösung. Also bitte nicht verkleinert nur anschauen, dann erkennt man diese Unterschiede wahrscheinlich nicht. Also wenn man genau hinsieht, dann erkennt man, wie gesagt, hier sind die gestochen fein auf dem Note 2 und hier auf dem ersten Note doch nicht ganz so fein. Und auch hier in Natura und ich hoffe auch auf dem Video erkennbar, diese Ränder dieser Blütenblätter, die sind also hier wirklich absolut scharf. Und hier oben auf dem ersten Note zwar auch scharf, natürlich keine Frage, aber eben nicht ganz so sehr. Und wenn man das jetzt auch nochmal mit einem zweiten Bild wiederholt, die ganze Geschichte, dann erkennt man hoffentlich auch im Video, wie gesagt, beispielsweise bei diesen Feinheiten hier oben, diese kleinen Kreuze auf dem Turm oder auch hier bei diesen Stahlträgern an der Seite, sowohl diese X'e da in der Mitte als auch die vertikalen Striche, die sind hier doch eindeutig schärfer beim S3. Also wie gesagt, zumindest mir hier in Natura erscheint es so. Falls Sie es auf dem Video nicht erkennen können, glauben Sie es mir bitte, es ist definitiv schärfer. Das heißt, da haben wir zwar auf dem Papier weniger Pixel, aber wie gesagt, doch deutlich mehr Subpixel und das Ergebnis sieht man, das Bild ist schlicht und ergreifend schärfer. So, das Note 1 lege ich jetzt mal weg an dieser Stelle, soll es ja eigentlich gehen ums Note 2. Dazu ganz kurz vielleicht noch die Anmerkung, es handelt sich um einen Quad-Core-Prozessor mit 1,6 GHz, also denselben wie im S3, allerdings mit doppelt so viel Arbeitsspeicher, nämlich 2 GB statt 1 GB, was bedeutet, dass hier wahrscheinlich eine noch höhere Rechenkraft zu erwarten ist. Das müssen wir dann mal in den Benchmarks sehen. Riesenakku 3100 mAh, dem großen Display also absolut angemessen. Hier kommt die SIM-Karte rein, normal groß. Und hier drüben habe ich dann den Slot für die SD-Karte. Das heißt, also hier kann ich den Speicher erweitern um bis zu 64 GB. Hier übrigens bei der Gelegenheit 8 Megapixel Fotos und Videos in Full HD. Da hat sich nichts getan. Und das war ja auch schon beim S3 der Fall. Also da bleibt sich Samsung treu. Aber der interne Speicher wird dann gehandelt wie beim S3. Das heißt, ich habe jetzt zunächst erst einmal eine Version mit 16 GB und dann sollen eine Variante mit 32 GB internem Speicher und hinterher sogar auch noch mit 64 GB Speicher kommen. Das heißt also, im Maximalfall erreicht man hier dann zusammen mit der Karte 128 GB. Also das ist schon ein richtiges Arbeitsinstrument und das soll es ja, wie gesagt, bei dieser Größe eigentlich dann auch primär sein. Plus nochmal 50 GB bei der Dropbox kostenlos für 2 Jahre. Das kennt man ja schon von HTC. Ansonsten noch zu erwähnen, wir haben Android 4.0, das heißt 4.1.1, Entschuldigung, Android 4.1.1. Ab Android 4.0, das wollte ich eigentlich sagen, haben wir ja diese etwas geänderte Darstellung hier dieser zuletzt geöffneten Apps, die dann hier in dieser Liste dargestellt werden und die man dann hier so seitlich rauskicken kann, um die zu schließen. Und vor allen Dingen gibt es dann jetzt auch noch dazu etwas Neues, was sich die Kollegen hier überlegt haben, dass ich da nämlich durch einen langen Tipp auf diese Zurücktaste hier an der Seite noch eingeblendet bekommen kann zusätzliche Applikationen. Die schließen sich dann automatisch, aber wie man sieht, bleibt dann hier dieser kleine Hänger da offen, den man dann rein und rausschieben kann. Und wenn man dann beispielsweise eine Anwendung hier hat, jetzt nehme ich natürlich mal durch Zufall eines dieser Videos hier. Jetzt haben wir auch noch Werbung, super. Die überspringen wir ganz elegant. Ich drehe derweil ins Querformat. Wir ziehen hier rein und ich kann beispielsweise jetzt hier per Drag and Drop diese Anwendung hier reinziehen und wie man sieht, halbieren sich dann automatisch, ich überspringe mal in der Zwischenzeit hier an der Stelle, dann automatisch teilen sich die Fenster und ich habe hier wirklich eine exakte, also wirkliches echtes Multitasking sozusagen. Und man kann dann auch die Größe dieser Fenster noch beliebig variieren, sodass ich dann tatsächlich sagen kann, ich kann hier beispielsweise ein Video im Hintergrund schauen oder natürlich auch eine offene Webseite browsen und mir hier Notizen machen, eine SMS schreiben oder was auch immer.
So, jetzt wollen wir das Ganze allerdings dann hier wieder zum Ende bringen. Dann schließen wir hier diese Seite erstmal. Ich gehe zurück zum Homescreen, denn es gibt noch etliches mehr, so faszinierend das auch sein mag, was man da berücksichtigen müsste. Denn da hat Samsung mit seiner eigenen Oberfläche, dem TouchWiz, sich wirklich einiges einfallen lassen. Zum einen gibt es natürlich alles, was hier im S3 schon drin war. Also beispielsweise diese Geschichte hier mit der Frontkamera, dass die mich beobachtet und solange ich auf das Display blicke, wird da die entsprechende Hintergrundbeleuchtung nicht gedimmt oder nicht deaktiviert. Das heißt, solange ich lese, wird der Bildschirm nicht dunkel. All solche Tricks sind hier natürlich auch drin, plus etliche neue. Vor allen Dingen in Verbindung mit diesem Stift hier hinten, der hier in der Rückseite sitzt. Und wie man sieht, sobald ich den entnehme, taucht hier schon eine spezielle Seite auf. Auf Wunsch natürlich nur. Das kann man alles programmieren. Hier kann man auch bestimmte Apps dann starten lassen, wie man will. Und dann kann ich beispielsweise, was ja durchaus praktisch ist, wenn ich den Stift entnehme, will ich ja in der Regel hier vorne irgendetwas notieren. Beispielsweise sagen, okay, hier kommt sowas rein und dann kann ich natürlich auch Handschriftenerkennung machen und ich kann irgendwas zeichnen und keine Ahnung, so, hier ist jetzt Schluss, Ende. Dann kann man das Ganze dann anschließend, wenn ich es gespeichert habe, ja, schließen, öffnen. Nämlich auch entsprechend wiedergeben lassen. Das heißt, beispielsweise kann ich das Ganze jemandem schicken und der kann dann die Entstehung dieser Skizze nachvollziehen, kriegt nicht das fertige Bild einfach zu sehen. Jetzt kann man das Ganze auch noch dann toppen, indem man sagt, ich habe gleichzeitig auch noch eine Sprachaufzeichnung hier. Und das lasse ich jetzt auch noch mal starten, diese Aufzeichnung. So, und jetzt das Ganze noch einmal. Hier von vorne und gleichzeitig wird jetzt der Ton aufgenommen. Ende. So, und jetzt stoppe ich die Aufzeichnungen und auch dieses hier. Und das Ganze muss man dann wieder speichern, schließen, nochmal aufrufen. So, und jetzt kann ich nämlich sowohl diese Sprachwiedergabe. So, also man sieht, jetzt stoppe ich das Ganze hier mal, man erkennt den Sinn dieser Geschichte, wobei man auch erkannt hat, hoffe ich jedenfalls, dass das nicht ganz synchron geht. Das heißt also, ich habe hier eine andere Wiedergabegeschwindigkeit, was die Skizze betrifft, als was den Ton betrifft. Und das macht natürlich nicht so viel Sinn, weil wenn ich jemandem erklären will und sage, schau dir das hier mal an und hier oben, da kann das da passieren oder was auch immer, dann macht das natürlich nur Sinn, wenn es dann wirklich auch tatsächlich synchron hinterher abgespielt wird. Und das Zweite, was mir schon auf Anhieb aufgefallen ist, ich habe dann in der Regel, wenn ich mit dem Stift zugange bin, möchte ich dann vielleicht auch mal sagen, spring jetzt mal hier unten zurück. Und das geht eben nicht. Da ist wirklich dann hier unten eine andere Technologie verwendet. Das heißt, da muss ich dann wieder meinen Finger benutzen und dann anschließend wieder umgreifen. Ist natürlich nur eine Kleinigkeit, keine Frage. Aber trotzdem anders fände ich es persönlich jetzt besser. Aber dieser Stift hat noch etliche weitere Funktionen parat, von denen ich jetzt wirklich nur einige anzeigen kann. Beispielsweise jetzt hier im Kalender. Wenn ich mit dem Stift, also ich berühre noch nicht mal das Display, beziehungsweise ich gehe vielleicht mal so hier, dass man es besser erkennen kann. Also der Stift berührt noch lange nicht das Display und trotzdem geht hier schon in einer Art Vorschaufenster dieses Pop-up auf, indem ich dann, so jetzt gehen wir wieder mal ins Hochformat, halt beispielsweise eine Vorschau sehen kann. Das funktioniert auch sehr gut bei E-Mails, da finde ich das äußerst praktisch. Da muss man das nicht einzeln anklicken, sondern kann die dann nach und nach gucken. Okay, das interessiert mich, dann klicke ich da drauf und dann habe ich auch meine Detailansicht. Und wie man auch sieht, ich habe immer diese kleine Vorschaufunktion hier. Da habe ich wirklich diese doppelte Funktionalität sozusagen drin, mit der ich dann wirklich beispielsweise auch, dann gehen wir nochmal hier zurück in diese Memo-Funktion, nehmen wir nochmal einen frischen, beispielsweise jetzt auch sagen kann, okay, ich habe jetzt hier wieder das, ich habe beispielsweise auch eine Formenerkennung, die das Ganze ein bisschen korrigiert, möchte jetzt beispielsweise, klicke ich hier diese Taste, die hier eingebaut ist und möchte jetzt hier dieses Ding markieren. Dann schneidet er mir das aus und ich kann zum Beispiel sagen, okay, verschickt das per E-Mail, dann rutscht das automatisch hier rein. Gut, jetzt ist das alles noch nicht konfiguriert, deswegen breche ich an dieser Stelle da mal ab. Aber man erkennt den Sinn. Ich kann hier etwas ausschneiden. Nochmal, ich drücke, ich markiere. Er erkennt,
habe ich wahrscheinlich den Rahmen jetzt nicht geschlossen. Er erkennt es hoffentlich. So, und dann schicke ich es halt, hier einfach draufklicken, schicke ich es in dem Fall beispielsweise jetzt als SMS oder MMS weiter. Das heißt, da habe ich auch wirklich übergreifende Funktionen über diese Apps. Und wie gesagt, eine zusätzliche Funktionsdichte hier durch diese Taste. Das ist dann wirklich wie bei der Maus. Einmal habe ich dieses Mouse-Over und eben halt den Klick. Und damit kann man jede Menge machen. Also das würde jetzt wahrscheinlich ein einstündiges Video füllen, wenn ich da hier ein Tutorial verfassen würde, was man da alles mit machen kann. Das geht halt aber auch bis hin zu Funktionen, dass man sich überlegt hat, okay, sobald das Display dunkel ist, ich mit dem Gerät weggehe und er merkt, hoppla, da ist jetzt der Stylus nicht hier hinten in diesem kleinen Schacht drin. Den kann ich ja auch mal bei der Gelegenheit zeigen. Dann kommt eine entsprechende Warnmeldung. Und ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal ausprobiert. Das klappt also wirklich zuverlässig. Und dann sagt er, hast du deinen Stift nicht vergessen, weil der ist ja nicht hier hinten im Köcher drin, aber du scheinst dich zu bewegen. Also da haben sich die Samsungianer wirklich sehr viel Gedanken gemacht über die Details, wie man diese ganze Technik dann anschließend auch wirklich ordentlich nutzbar macht. Und das hat man ja schon beim S3 gemerkt, dass da wirklich viel Gehirnschmalz bei eingegangen ist. Was ich ansonsten vor allen Dingen auch noch sehr schätze ist, und das ist ja das, was sich viele Leute wahrscheinlich fragen, wie benutze ich so ein Riesenteil eigentlich dann, wenn ich jetzt mit einer Hand irgendwas trage oder mich, was weiß ich, in der S-Bahn festhalten muss, dann ist natürlich dieser ganze Bildschirm eigentlich viel zu groß, um ihn mit einem Daumen zu bearbeiten. Das war ja dann schon auf dem Galaxy S3 grenzwertig, um es mal freundlich zu formulieren. Und da haben sich jetzt hier, was ja eigentlich für mein Dafürhalten ein Job von Google wäre, Android insgesamt freundlicher zu machen, was die Einhandbedienung betrifft. Hier hat es eben halt Samsung gemacht und zwar beispielsweise hier mit solchen Geschichten, dass dann beispielsweise diese Tastatur hier zusammengerutscht ist. Ich kann es gleich hinterher auch nochmal den Originalzustand zeigen. Und dann kann ich nämlich mit einer Hand wunderbar hier alles problemlos erreichen. Und vor allen Dingen kann man hier auch umschalten zwischen Rechts- und Linkshandbedienung. Also da haben die wirklich sich echt was überlegt und das Ganze funktioniert auch sehr schön. Hier beispielsweise mit dieser Tastatur. Auch hier sieht man, die wurde jetzt in eine Ecke wahlweise rechts oder links zusammengefertigt. Trotzdem ist die noch groß genug, um da vernünftig was schreiben zu können. Und vor allen Dingen hat man ja hier auch noch diese Swipe-ähnliche Geschichte, dass ich jetzt hier beispielsweise einfach da drüber wischen kann. Moment, jetzt ist er natürlich etwas durcheinander. Ich mache mal einen Punkt, einen neuen Satz und versuche mal Test zu schreiben, wie man sieht. Und hier hatten wir auch vorhin schon Erkennung. Und tatsächlich, man sieht, ich habe jetzt wirklich schnell und unkontrolliert gewischt und trotzdem erkennt dann die Software anhand des Fingerpfades, welches Wort da gesucht ist. Natürlich, je länger das Wort, umso präziser. Bei kleineren Worten wie als oder sowas erkennt er trotzdem gut. Und notfalls habe ich dann eben halt hier oben auch noch die Möglichkeit, dann dort einfach per Tipp auszuwählen, falls da mehrere Möglichkeiten bestehen sollten. Auf diese Weise kommt dann halt wirklich eine sehr präzise und mit wenig Fehlern behaftete Eingabe zustande und das eben, wie gesagt, dann auch mit einem Finger, mit einem Daumen, wenn ich eben halt das Gerät so halten muss. Und das ist eine Geschichte, die ich also wirklich sehr Samsung zugute halten muss. Wie gesagt, da hat man sich echt Gedanken drüber gemacht und nicht nur einfach wie früher nackte Technik geschaffen, sondern wirklich auch, was macht man damit optimalerweise? Wie benutze ich das Ganze? Ansonsten sollte man vielleicht abschließend noch wissen, es gibt zwei Versionen. Einmal diese hier ohne LTE und dann auch bereits eine LTE-Version, die allerdings derzeit hierzulande nur bei Vodafone exklusiv zu haben ist und dort derzeit ohne Vertrag 800 € kostet, wiederum mit der 16-GB-Variante. Und hier haben wir die 16-GB-Variante für nominal 6,99 €, aber faktisch kostet sie im Web 560 €. Das heißt, ich habe einen Unterschied von satten 240 €, ob ich jetzt ohne LTE oder mit LTE wähle. Und das ist eigentlich auch gar nicht nötig, meines Erachtens, weil ich habe ja hier HSDPA mit bis zu 42 Megabit pro Sekunde, sofern eben halt der Netzbetreiber diese Dual-Cell-Geschichte schon unterstützt, was bei der Telekom angeblich flächendeckend der
Fall ist, bei Vodafone zu 42% und bei O2 an neuralgischen Punkten, bei E-Plus halt nicht. Aber wie gesagt, das ist ja schon fast LTE-Niveau mit diesen 42 Megabit pro Sekunde. In der Zwischenzeit gleite ich hier noch mal ein bisschen durchs Menü, dass man auch ein paar Eindrücke noch mal bekommt. Und dadurch würde ich einfach mal sagen, braucht man diese LTE-Version vor allen Dingen für diesen Preis eigentlich derzeit nicht. Wer trotzdem darauf besteht, der kann natürlich entweder, wie gesagt, zu Vodafone jetzt schon gehen oder vielleicht einfach ein bisschen warten, denn ich gehe mal davon aus, dass dann bald auch die LTE-Version im freien Verkauf verfügbar ist und damit auch im Internet und damit wahrscheinlich dann auch für deutlich weniger Geld zu haben ist. So, das soll es jetzt gewesen sein als erster Eindruck des Samsung Galaxy Note 2. Der ausführliche Test folgt wie immer so schnell wie möglich.